Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Video und zwar die Zusammenfassung der Details zu Patch 4.2. Heute ein bisschen anders, ich werde es kompakt machen, das heißt so schnell wie möglich in Anführungszeichen, denn bin dort aufgekommen, dass die Leute eher die Infos knackig haben wollen und nicht ewig lang an rundherum Gerede und somit lege ich los und bin gespannt, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich es halt ein bisschen im Schnelldurchlauf mache. Wir fangen an, Veröffentlichung Patch 4.2, Rise of the New Sun, das neue Patch, erscheint nächste Woche am 30. Januar. Schon vorweg, Eureka, das Verbot der Land Eureka, Anemos und die Fortsetzung der Hildebrand-Serie werden mit 4.2.5 fortgesetzt. Nicht, dass dann heißt, okay, wo ist die Relikt? Diesmal weg. Ja, somit fangen wir mal zum Scrollen und wir gucken, was wir alles für Infos haben. Wir bekommen neue Aufträge des Hauptszenarios, das ist wie immer, das heißt, das könnt ihr annehmen, Raigars Wacht da, wo das aufgehört hat, ihr seht, ich poste euch dann einen Link auch rein zum Lodestone, das heißt, hier könnt ihr auch genau nachlesen. Hier gleiche Überraschung zu Beginn, wir können Castrum Meridianum außen und innen nicht mehr überspringen, das ist die Videos. Weiß ich nicht. Es wird neuen Spielern leichter gemacht, die Sequenz in voller Länge zu sehen. Verstehe ich, aber was ist jetzt, wenn ich mit einer vollen Gruppe zu 8 reingehe mit der FG? Muss ich dann 1,5 Stunden in dem Ding drinnen bleiben? Wenn die Vergütung nicht mindestens das 5- bis 6-fache ist, ja, wird das Ding niemand mehr spielen. Chroniken der neuen Ära werden fortgesetzt. Wir bekommen Omega Sigmametrie. Hier, gleich als Info, wir bekommen beide. Das heißt, wir bekommen Sigmametrie Normal und Savage. Das heißt, beide Modes ab 4.2. Es kommen neue Stämme dazu, die Antana. Hier haben wir gerätselt, ob es Handwerker sein werden. Ich denke, dass es keine Handwerker sind, aufhand der Patchnotes. Denn wenn wir gucken, steht hier drinnen, dass die Schwierigkeit in Kämpfen, in Haupt- und Nebenaufträgen der wilden Stämme der Antana wird an die aktuelle Stufe angepasst. Das kennen wir schon von den alten wilden Stämme. Denn wir können es auch nur mit einer Klasse machen oder einem Job. Das heißt, wir können die Quests nicht Job wechseln. Und deswegen, ich denke, dass es doch Kampfklassen sind und keine Handwerkerklasse. Als Nebensatz nur zu wilden Stämmen. Die Schwierigkeit der Ixal wurden gesenkt. Vielleicht interessant für die, die neu sind in dem Spiel. Und ebenso die Vergütung für Handwerker und Sammleraufträge bis Stufe 60 wurde angehoben. Das heißt, hier für die Beginner, für die Anfänger, gibt es auf gut Deutsch einen Nerf, das heißt mehr XP in den ganzen Aufträgen. Ebenso gilt das für Gildengeheiße, wie man hier sieht, die Vergütung für die Gildengeheiße wurde ebenso angepasst. Für die Leute, die Einsatzkommando spielen, wir bekommen neue 3 Dungeons dazu, in dem Fall die Feste Zemael, Pharos Syrus und Kupferglockenmine Schwer. Das heißt, mit eurem Kommando könnt ihr die 3 auch in Zukunft spielen. Wir bekommen für die FGs die Tauchboote hier, da müssen wir die Teile wieder herstellen, das heißt, für die ganzen FG-Leader und so weiter. In eurer Werkstatt motiviert eure Mitglieder zum Craften, denn es wurden auch diese Erkundungen hinzugefügt. Hier lest einfach nach, was die Parameter sind, wie man es registriert, wie man erkundet und so weiter. Das findet ihr alles in den Unterlagen vom Lodestone. Großes Thema Unterkünfte. Hier bekommen wir neue Unterkünfte und zwar bekommen wir die Bezirke 13 bis 18. Die Details, wie die Vergabe ist, ist noch nicht wirklich raus. Das Einzige, was wir schon wissen, ist, dass der genaue Zeitpunkt erst bekannt gegeben wird, wann es diese Dinger gibt, das heißt, wann sie verfügbar werden. Und so wie ich es rausgelesen habe, kommen zuerst die freien Gesellschaften dran. So wie ich es verstanden habe. Hier braucht man Minimum 4 Mitglieder und der Verkauf von Grundstücken für persönliche Unterkünfte wurde vorübergehend ausgesetzt, damit Freigesellschaften, die noch keine Unterkunft haben, ein Grundstück kaufen können. Das heißt, so wie ich es jetzt rauslese, zuerst kommen FGs, und irgendwann mal dann die privaten. Das kenne ich schon von 2.1, gebe ich ganz ehrlich zu. War ganz am Anfang so. Hier wurden zuerst die Grundstücke an die FGs vergeben. Das war dann ewig, ewig lang leer. Und dann wurde erst irgendwann mal implementiert, dass es private kaufen können. Das heißt, ich kenne das eigentlich schon von dem Beginn der Grundstücke. Das war eigentlich dieses Grundmodell nur für FGs. Ich glaube, es war nicht wirklich geplant anscheinend, dass es private bekommen. Ebenso die Änderung, was wir wissen, pro Dienstaccount kann maximal ein Grundstück für eine Gesellschaftsunterkunft und ein Grundstück für eine persönliche erworben werden. Hier, der Unterschied zum Live-Letter, denke ich mal, hier steht pro Dienstaccount. Irgendwo beim Live-Letter oder so wurde es übersetzt, dass es geheißen hat, pro
Server. Also ich könnte zum Beispiel auf Phönix anhaben, auf Odin, auf Shiva. So wie ich es jetzt rauslese, wirklich nur eines pro Dienst-Account. Sehr interessant. Und hier wie gesagt die weiteren Einzelheiten erst nach dem Patch 4.2. Das heißt, hier warten wir auf ein Update von Square Enix. Es kommen neue NPCs für die Unterkünfte dazu. Hier, was eher für mich interessant ist, wir können mehr Plätze vergeben, wie man sieht bei Residenz, verdoppelt, Haus verdoppelt, Hütte und Zimmer. Das heißt, wir haben eine Verdopplung der NPCs in den privaten oder FG-Unterkünften. Natürlich bekommen wir auch neue Items dazu. Hier werden nicht genauer dazu eingehen, die Einrichtungsgegenstände, was man platzieren kann und so weiter. Notenrollen wurden hinzugefügt, Fische in die Aquarien. Wer es will, lest es nach in den Patch Notes. Finde ich, muss ich nicht extra rausstreichen. Ebenso Gemälde, Blumentöpfe. Das heißt hier, das sind so Sachen, lässt sie einfach raus, denn jo, wenn man da wirklich jede Zeile einzeln durchgeht, da sitzt man dann übermorgen noch da. Hier habe ich schon gelesen, für sehr viele interessant, neue Attraktion im Goldsoßer, der Kleiderkritiker. Hier, der Charles wird da eher nicht teilnehmen, ich werde mir es mal angucken, aber was ich so rausgelesen habe, hier kann man relativ gut ein Gebäß gewinnen, bis zu 50.000 anscheinend. Das heißt, probiert es mal aus, ich werde es auch probieren, wie das funktioniert. Zum Nachlesen, wie es genau ist, guckt es euch im Spiel an, wird sicher erklärt. Beziehungsweise, ja, hier steht es auch, die Preise, 10.000 bis 50.000. Das heißt hier, guckt euch das genauer dann an und learning by doing. Es wurden einige Gates verändert, da bin ich jetzt drüber gesprungen. Es kommen neue Trippeldrahtkarten hinein. Also hier, das sind so Sachen, das updatet sie permanent, das brauchen wir glaube ich nicht extra hinausstreichen. Für die musizieren mit ihrem Baden, es wurde ein neues UI hinzugefügt, das heißt hier könnt ihr jetzt wirklich so tastentechnisch spielen. Ich gebe zu, ich habe es nie selbst probiert, vielleicht einmal rumgeklimpert, aber hier, wer sich dafür interessiert, ihr kriegt mehr Möglichkeiten, um jetzt eure Kompositionen darbieten zu können. Wir bekommen Änderungen bezüglich zum Beispiel Chloe Abenteueralbum. Wir bekommen Rabanastre ins Abenteueralbum dazu. Das heißt, hier, das wird alles immer nachgereicht, genauso wie bei den Innis, da werde ich dann nicht extra drauf eingehen. Das heißt, hier habt ihr immer die Nachreihung, auch was betrifft Zufallsinhalte und so weiter. Hier wird permanent nachgereiht, haben wir jetzt natürlich auch bei Patch 4.2. Es wird neue Emotes geben, wir winken mal. Ebenso wird es neue Frisuren geben, sieht man beim Charles, werde mich dann gegebenenfalls anpassen an die neuen Frisuren. Hier werde ich kurz näher eingehen, Kampfsystemänderungen. Hier haben wir relativ viele Änderungen, finde ich. Wir haben ein paar Nerfs und ein paar Buffs. Also hier werden wir mal gucken. Gladiator, hier habe ich schon gehört, für den Paladin, das ist ziemlich alles senken. Kreiselklinge, Heiliger Geist. Das heißt, zwei Sachen wurden gesenkt. Das ist noch nicht so schlimm, aber was ich gesehen habe, der Krieger wird extrem gebufft. Lest es euch durch. Wir haben die Attacke-Werte werden erhöht und so weiter. Das heißt, den Marodeur, den Krieger, haben sie wirklich ordentlich in die Höhe gebufft. Dunkelritter haben wir zwei Änderungen, auch nicht so extrem. Beim Mönch sehen wir Mantras, die Zeiten runtergesetzt, Improvisationszeiten runtergesetzt. Hier müsst ihr ganz genau gucken, wie sich das auf euer Gameplay auswirkt, ob ihr hier andere Rotationen fahren kann. Hier müsst ihr ganz genau gucken. Maschinist, hier haben wir Änderungen bei den Gyrokopter. Haben sie ein bisschen gesenkt um 1%. Ob das jetzt wirklich viel extrem ausmacht im normalen Kampf, weiß ich nicht. Für den Dramaturgen Schwarzmagier, was mich betrifft, den haben wir ein bisschen hochgegeben. Das heißt, wir haben Transposition früher verfügbar. Was wir bekommen haben, Blitz, Feuer. Hier wird es von 12 auf 18 Sekunden erhöht. Muss ich gucken, wie es sich bei mir auswirkt. Wir werden sehen. Dafür Äthermanipulation verwende ich sehr, sehr selten. Haben sie runtergesetzt. Keine Ahnung warum. Und Volker, das ist das Einzige, was sie wirklich erhöht haben, von 260 auf 280. Ich hätte mir eher einen Moder gewünscht, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber der fetzt eh schon ohne Probleme. Beim Beschwörer, den haben sie auch genervt. Hier wird runtergesetzt, ihr seht die ganzen Werte, wenn ihr guckt. Die sind ziemlich runtergegangen. Ich muss mal mit unseren Beschwörerkollegen dann reden, wie die das sehen. Weißmagier, hier haben wir nicht wirklich eine Änderung. Außer beim göttlichen Segen. Gelehrter, weise Voraussicht, haben alte und neue Wirkung. Die, was Gelehrter spielen, zieht es euch rein, ob sie sich auswirkt. Beim Astro, der Speer wurde erhöht. Und der irdische Stern, oder wie ich sage, der indische Stern, der Größe des Bodenziels, quasi wurde an den Wirkungsradius angepasst. Verteidiger, Effekt Sturm, das ist Shared Kommando, ebenso Nahkämpfer, Ablenkung, der Anstieg der Feindseligkeit wurde verringert. Die Dauer wurde von 15 auf 30 Sekunden erhöht, finde ich gut, Ablenkung rein, 30 Sekunden eine Ruhe.
und haarscharfer Schuss, der Effekt Sturm wird Zielen nun schneller zugefügt. Habe ich auch nicht bemerkt, dass es irgendwo langsam gewesen wäre. Und beim Krieger bekommen wir Commander dazu eine Eigenschaft, Meister der Tollwut. Die Tollwut wurde zur Urbefreiung geändert. Okay, soll so sein. Hier die zwei neuen Inis, wir bekommen Höllenspund dazu. Hier müsst ihr gucken, anzunehmen Rubinsee und Fraktal Continuum schwer, anzunehmen Ralgas Wacht. Es gibt schon Listen, ich muss gucken, ob ich sie finde, dann schreibe ich es unten in die Kommentare rein, wo ihr ganz genau seht. Es gibt eh schon eine deutsche Version, wo ihr was annehmen könnt. Es ist aber nicht so viel, glaube ich, was wir extra annehmen können. Also guckt euch das einfach durch, wenn nicht, schreibt es euch raus. So viel ist es wirklich nicht. Wir haben die Anpassung der alten Dungeons, Kugane, Tempel des Faust. Bekommen neue Prüfung dazu, hier gleich dazu, gibt beide Versionen. Also, Biako heißt das Teil, gibt es in normal und in schwer. Seelensturm, okay, haben wir alles. Dann wurde eben Inhalt Kraft des Transzendierens hinzugefügt, und zwar bei Shinrui. Das heißt, hier haben wir einen Nerf von Shinrui drinnen. Und eben Omega Sigma mit Tribo hinzugefügt. Hier guckt es euch an, anzunehmen wird sein, ja, dort bei den Fragezeichen. Wichtig ist nur, Omega muss man abgeschlossen haben. Das heißt, ist ganz klar Omega 1 bis 4. Und jetzt kriegen wir dazu Sigma-Metrie 1 bis 4. Weiß ich nicht, ob es S1 bis S4 heißen wird oder O5 bis O8. Wir werden sehen und werden uns danach richten. Bekommen neue Gegenstände dazu. Hier episch natürlich für alle, die episch spielen, für die Raider unter euch. Anzunehmen. Danach, logischerweise, müsst ihr auch gucken, wo es ist. Ich werde jetzt hier nur runter scrollen. Inhalte wurde in die Raid-Suche hinzugefügt. Hier, das wisst ihr, das ist immer gleich bei jedem Patch. Das alte Zeug raus, neues rein, hin und her, immer gleich. Rabanastre, Änderungen, bin ich erstaunt. Obwohl natürlich durch den neuen Raid. Okay, ist es okay. Die ganzen Weekly Limits sind raus, ihr könnt die Münzen Weekly und so weiter. Das heißt, wenn ihr das alte Zeug upgraden wollt, denn wir bekommen natürlich auch neue Steine und neues Gear. Das alte Zeug könnt ihr dann eigentlich ruckzuck upgraden. Das heißt, der, was noch nicht up to date ist, so wie zum Beispiel ich bei manchen, weil ich spiele ja doch drei verschiedene Jobs, habe jetzt die Möglichkeit, einfach in kürzester Zeit durch diese ganzen Münzen und durch die neuen Münzen, in Anführungszeichen die alten Münzen, die ich jetzt unlimitiert hier farmen kann, kann ich mein ganzes Gear eigentlich auf den Ist-Stand von vor 4.2 bringen. Hier eben die Änderungen der Steine. Es kommen die allergischen Steine der Verlogenheit dazu. Ja, also hast heute schon Verlogenheit gefarmt. Ja, klingt ganz geil. Eben hier 2000 Steine wie immer. Und die der Schöpfung sieht man hier Wochenlimit aufgehoben. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Bezüglich, ihr könnt das alte Zeug dann farmen und könnt es mit der Rabanastre, mit den Münzen upgraden. Und somit seid ihr am Ist-Stand vor 4.2. Diese Sachen natürlich, was hier steht, das wird jetzt geändert, natürlich Experten. Leider, wir hatten 4, kriegen jetzt nur mehr 2. Ich finde, die 4 waren eigentlich okay. War eigentlich relativ viel Auswahl dann. Jetzt kriegen wir nur mehr 2. Und Zufallsinhalte natürlich, Stufe 70 kommen auch die dazu, außer die neuen. Also, ja, das wird immer, ihr kennt das. Das kommt alles hoch, genauso wie die Prüfungen. Zufallsinhalte, Mentor, das wird immer angepasst. Wir haben Änderungen im PvP, nicht nur, dass ein neuer Inhalt dazukommt, das steht weiter unten, sondern wir haben auch Kommandos, und zwar die Urbefreiung, das wurde hinzugefügt beim Krieger und beim Rotmagier, die Manafizierung, ganz schwieriges Wort, und dafür wurde entfernt der Umsturz und das Duell, das heißt, hier haben wir eigentlich, die ersetzen sich anscheinend. Es gibt auch Anpassungen im PvP, die was PvP spielen, so wie ich, lest es euch auch genauer durch. So wie ich zum Beispiel Paladin-Krieger bin ich jetzt nicht so der Spezialist dafür, wo ich zum Beispiel weiß, was ich heute spiele eigentlich, mein Main, und zwar wäre der Maschinist so wie hier. Hier kann ich auf die Änderungen kurz eingehen, die LP werden erhöht, zwischen die Augen, das heißt, da wird der Attackewert verdreifacht statt verdoppelt, finde ich geil. Wildfeuer, das wurde von 25 auf 50 erhöht, das heißt, ich habe echt ein Upgrade in meinem Maschinisten, der Attackewert wurde auch erhöht bei Flammenwerfer und der Böller, finde ich geil, weniger TP kosten. Habt zwar nicht wirklich TP-Probleme, aber statt 300, 250 ist schon relativ geil, denn hier haben wir wirklich einen Nerf drinnen. Ich habe aber auch nicht einen Nerf, also das ist, ja, einen Nerf drinnen, dass es besser wird. Und ich habe auch gesehen, bei anderen Klassen, so wie zum Beispiel Schwarzmagier, ist ganz leicht, aber so wie Rotmagier zum Beispiel hier, der Attacke wird erhöht. Das heißt, nicht nur der Maschinist kommt in die Höhe, sondern, was ich gesehen habe, die meisten TD-Klassen
werden eigentlich ein bisschen hochgehoben. Also das finde ich, werden wir sehen, wie es im PvP weitergeht. Wir bekommen ja einen neuen PvP-Modus. Das heißt, die Änderungen begrüße ich und werden mal gucken, wo sie hinführen. Hier eben diese Änderung im PvP. Erstens, wir können PvP-Teams bilden. Endlich. Ich freue mich drauf. Wäre sicher PvP spielen mit einigen Leuten. Das heißt, in Teams rein und los geht's. Denn es kommt eben auch dieser neue PvP-Inhalt dazu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt gleich hier im Anschluss ist, das Letters, denn es ist immer relativ durcheinander. Guckt euch genau an, wie das funktioniert bezüglich diesen Teams. Sollte irgendwer meinem Team oder möchte, dass ich in seinem Team spiele, schreibt das in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, schreibt auch dabei euren Charakter bitte. Denn ich bin immer auf der Suche, wirklich PvP. Ich denke mal, ich bin wirklich nicht schlecht und möchte wirklich auch in Feast jetzt endlich mal weiterkommen, denn alleine stecke ich in diese Wertungen fest im Moment. Und würde mich freuen, wenn ich mit vielen Leuten PvP spielen kann. Wir haben Änderungen bei Stahlschwingen-Modus. Da lese ich gerade nach physisch und magische Fernattacken auf Marionetten aus. Mehr als 15 Jahre im Entfernung verursachen 25% weniger Schaden. Das heißt, die haben so ein bisschen genervt. Also hier muss man wirklich lesen. Wie gesagt, ich mag Stahlschwingen nicht. Also sie. The Feast, das ist interessant. Kristallturm Arena, neues Feast. Das kommt dazu. Bin ich gespannt. Guckt euch die Modi an. Lest es euch einfach durch. Ich finde es geil, wir können Wertungen spielen und so weiter. Finde ich echt cool. Auch die Kampfdauer wurde von 8 auf 6 Minuten verkürzt. Finde ich auch nicht schlecht. Also 8 Minuten war wirklich lang. Es gibt auch hier wieder diese Stapelzahlen und so weiter. Hier müsst ihr genau gucken, die was PvP spielen. Lest es euch durch. Genauso wie dieses Medaillensystem wurde überarbeitet. Ihr seht die Maximalanzahl. Das heißt hier mit diesen Medaillen, wer PvP spielt, weiß, um was es geht. Hier haben wir gute Anpassungen. Finde ich ja gut, wenn ich als DD nicht ewig viele Medaillen auf einmal rumschleppen muss. Finde ich besser, weil desto mehr Medaillen, desto langsamer. Also ich finde es wirklich gut. Und wir werden mal sehen, wie es geht. Man sieht auch hier getragene Medaillen im erlittener Schaden. Ne? Das heißt hier, das ist eben diese Sache mit diesen Medaillen. Was ich schade finde, die Depots haben sie rausgenommen. Weiß ich noch nicht. Also ich habe immer gern mit einem Offensiv-Depot gespielt und so weiter. Fand es nicht schlecht. Werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Sechste Saison wurde beendet. Ich habe endlich meine Wertung. Ich bin mal gespannt, wie die Entlohnung ist. Und hier werden wir mal gucken, wie es im PvP weitergeht. Das heißt, hier haben wir Änderungen. Ihr seht es eh. Lest es euch durch, die was PvP spielen. Ganz einfach. Natürlich, wie immer, neue Gegenstände kommen dazu. Ist ganz klar, weil wir kriegen neue Steine. Das heißt, wir kriegen auch natürlich neues Gear. Bekommen natürlich auch neue Rezepte. Steht natürlich immer dabei. Eine Liste der hinzugefügten Rezepte folgt in den nächsten Tagen. Das heißt, am 29. wenn die Server down sind. Es wurden Meisterrezepte hinzugefügt. Hier sind wir gespannt. Ich hoffe, dass nicht wieder ein Zimmerer bevorteiligt wird oder so, dass es wieder mal ausgeglichen sein wird. Obwohl, ich wurde schon sehr oft enttäuscht, was dieses Meistersystem betrifft. Leider, denn so wie mit Aquarien und so weiter und so weiter. Da gab es immer ein, zwei Jobs, die wirklich gut waren. Und die anderen haben eher durch die Finger geguckt. Also ich hoffe mal, dieses Mal werden sie es einigermaßen für die Crafter, Omnicrafter so schaffen, dass es mal fairer wird. Bitte. Wir haben Änderungen bei den Materias. Dieses ganze Feuer, Eis, Wind, Erd, Blitz, Wasser. Alles weg. Ja, alles weg. Wie es aussehen wird, werden wir sehen. Sehr gut. Die Stapelanzahl für Gegenstände wurde von 99 auf 999 erhöht. Endlich, ja. Weil meine Gehilfen freuen sich drüber. Ich sag's nur so. Ihr müsst gucken, es gibt einige Änderungen bei der Mogi Station. Also diese die Items von dort. Denn vieles konnte man nicht in die Truhe legen, also in das Kostbarkeitenkabinett. Hier haben wir doch einige Sachen, die man jetzt dann reinlegen kann. Auch jetzt mit diesem neuen Glamour-System und so weiter. Hier, wir müssen wirklich in Ruhe gucken, wo kann man jetzt was hinlegen, wo kann man was reinlegen, wo kann man was rausnehmen, wo kann man was hinterlegen, wo kann man was nicht verlieren. Ja, passt's auf. Und, das finde ich geil, was dort steht daneben, diese Gegenstände wie Ifrithorn, Bismarck, Bate und so weiter, das heißt, wenn ihr farmt, das Zeug, ist nicht mehr selten. Das heißt, früher habt ihr eines haben dürfen und das war's. Jetzt könnt ihr es stapeln. Das finde ich mal gut. Und natürlich bis 999 gilt schon das neue System. Dann hier haben wir einige Sachen, die können nicht mehr an den Händler verkauft werden. Hier müsst ihr einfach gucken. Wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Die meisten fällt das gar nicht auf, auch nicht ingame. Ja, also hier, wie man sieht, hier diese Änderungen mit dem Kostbarkeitenkabinett. Man sieht es jetzt hier. Hier müsst ihr gucken, das könnt ihr dann alles reinlegen.
Finde ich auch gut, weil so wie zum Beispiel, ich habe auch Sachen wie Mogri-Masken oder sonstiges, was hier drinnen steht. Das Zeug liegt halt einfach nur rum, man hat es halt, ne? Man besitzt es halt, ne? Dass man es hat, wenn man es braucht. Phantasia-Änderungen, irgendwas mit der Hauptwaffe, Accessoire, ich habe noch nie ein Phantasia benutzt, die was es benutzen, durchlesen. Gerichte haben jetzt eine Gegenstandsstufe, warum auch immer, weiß ich nicht, wer das braucht, ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum. I don't know. Hier haben wir Änderungen bei den Gegenständen. Was ich interessant finde, denn wir haben Luftschiff-Reparaturset, wird jetzt ein Magitek-Reparaturkit. Ich schätze deswegen, weil das Reparaturkit wird auch für die Schiffe sein, also für die U-Boote sein. Und deswegen denke ich mal, so wie diese Sache Luftschiff, Magitek, dass das dann für beide gelten wird, schätze ich mal. Und die anderen müsst ihr mal gucken. Ebenso Anpassungen bei den Schnitznüsse, ja, Kupo, Schnitznusspreise und ja, I don't know. Hier für die Sammler neue Sammelstellen und an Sammelstellen neue Gegenstände. Ist klar, wir bekommen neue Ski, also neue Rezepte, also brauchen wir auch neue Sachen zum Sammeln. Hier müsst ihr gucken, genauso wie die Angler, neue Fische. Hier müssen wir gucken. Wir beobachten es mal. Es dauert eh nur ein, zwei Tage und dann wissen wir schon wieder, wie es aussieht. Neue Reittiere. Dieses Teil muss ich unbedingt haben. Die Klaue, die brauche ich. Dann die ganzen Schlachtrösser können fliegen. Okay, kann ich mit meinem Pferd jetzt auch fliegen. Es wurden neue Choco-Ausrüstungen hinzugefügt, neue Begleiter, die finde ich sehr süß. Das heißt, hier müsst ihr gucken, wo wir die bekommen. Wir werden sicher wieder nach ein, zwei Tagen wissen. Im System, da haben wir Änderungen. Hier werden nicht näher drauf eingehen, Marktbrettanpassungen. Eher hier, was interessant ist, diese Projektionen. Hier warten viele drauf, wir können endlich projizieren. Nicht verwechseln aber mit Glamour. Glamour-System bleibt gleich. Das heißt, ihr könnt Einzelteile schon noch projizieren. Ja, das wird immer noch funktionieren. Nur es wird hier so Projektionsplatten geben. Ich denke mal, das wird so wie eine Schablone sein, so eine Blaupause, die man halt dann über sein Gear drüber legt, wo man halt nicht die Einzelteile klemmen muss. So stelle ich mir das vor. Hier müsst ihr aber noch aufpassen, denn was man anscheinend da reinlegt, wird zerstört dabei. So war meine erste Info. Also hier muss man ganz genau gucken. Gästezimmer muss freigespielt sein, weil dort stehen die Dinger rum. Hier könnt ihr das öffnen, dann den Gegenstand wählen, der in eine Projektion umgewandelt werden soll. Und da steht auch drinnen, die gewählten Ausrüstung, den gewählten Ausrüstungsgegenstand in eine Projektion verwandeln und in die Kommode legen. Dabei werden der Gegenstand und ein Projektionsprisma verbraucht. Okay, also ich brauche doch noch ein Prisma auch, okay. Dann kann man den dort einlagern. Bei der Umwandlung in eine Projektion bleibt nur das Aussehen des Gegenstands erhalten. Seine Attribute gehen verloren. Er kann dann allein nicht mehr angelegt werden. Aha, in Projektionen verwandelte Gegenstände können nicht für Mitglieder von Kommandos verwendet werden. Einige Gegenstände sind von der Umwandlung in Projektion ausgeschlossen. Okay, hier müssen wir wieder genau gucken. Wird wieder so eine Sache sein, wo man sich reinfuchsen muss. Das heißt, es wird was sein, wo wir uns von die sehr lange spielen, da mal daran gewöhnen müssen. Wie klemmen wir jetzt wieder? Ebenso diese Projektionsplatten und so. Ich bin schon sehr gespannt. Wie ihr seht, wir können da auch 10 hinterlegen. Man sieht, glaube ich, meine Maus sieht man eh. Wir können dann auch 10 hinterlegen. Und hier kann man dann auch, glaube ich, nur zum Beispiel Oberteil und Hose und den Rest behält er dann und so weiter. Hier muss man ganz genau gucken, wie es funktioniert. Ich möchte mir jetzt auch nicht zu weit rauslehnen und jetzt schon sagen, ich weiß, wie es geht, ich erkläre es euch. Nein, ich weiß es noch nicht. Ich werde es mir angucken. Hier bekommen wir eine Option dazu, die ist meiner Meinung nach ein bisschen umstritten. Es gibt so eine Inhaltsrückblende. Das heißt, ihr könnt euch den Kampf nachträglich angucken. Ob das jetzt förderlich ist, weiß ich nicht. Denn ich sehe da ein bisschen diese Gefahr. Ah, du bist da falsch gestanden oder du hast da nicht gecastet oder warum machst du das nicht oder warum. Das Positive sieht man dann eher weniger. Ich glaube eher, dass es in die andere Richtung bei manchen gehen wird. Die es dann negativ auslegen. Hier steht so drinnen, sie eignen sich zum Analysieren von Kämpfen. Lustige Fotos, ja, es klingt alles so blumig. Man muss aufpassen, dass es nicht missbraucht wird. Also seid vorsichtig, denn man kann das extra anwählen für diese Rückblende. Das heißt, wenn ihr dem zustimmt, dann muss euch auch klar sein, wenn euch wer aufnimmt, dass ihr auch, wenn ihr was falsch macht, relativ schnell zur Zielscheibe werden könnt. Random. Ich denke wohl nicht, dass es in FGs passieren wird oder in vollen Gruppen. Aber wenn es Zufall oder so macht und es diese Datenaufzeichnung aktiv, würde ich, ich weiß nicht.
warten wir mal ab. Ich will es nicht verteufeln, aber ich sehe es doch ein bisschen so gemischt. Ich kenne es von meinen Streams, ne? Charles, du bist ja falsch gestanden. Charles, warum machst du das nicht? Charles, warum machst du das nicht? Und das ist im Grunde dasselbe, aber ihr könnt es von jedem, von den anderen 7 permanent kontrollieren im Nachhinein. Also hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, wie das funktioniert. Denn hier, ihr seht diese Rückblenden, die kann man auch speichern und so weiter. Also, we will see. Lassen wir es mal kommen, schauen wir es uns mal an. Und so wie hier man sieht, man kann das einstellen, Rückblende möglich. Also hier guckt halt einfach und macht eure eigene Erfahrung. Wir werden sehen. Wir bekommen noch Inventarmöglichkeiten, Satteltasche des Chocobos, sehr gut. Die Chocobo-Satteltasche kann genutzt werden, sobald der Mitstreiter Chocobo freigespielt wird, das heißt von Anfang an. Aus der Tasche heraus können Gegenstände nicht benutzt werden, während des Spielens von Inhalten kann die Tasche nicht geöffnet werden. Die Chocobo-Satteltasche kann mit Gegenständen aus dem Inventararsenal und Gehilfen im Inventar gefüllt werden. Ja. Was heißt das erste? Aus der Tasche heraus können Gegenstände nicht benutzt werden. Ach so, ich kann nicht benutzen drücken. Ich muss jetzt erst rauslegen, zum Beispiel Bufffood und dann benutzen. Okay, aber man kann alles hinterlegen. Also entweder Angelköder rein, macht rein, was ihr wollt. Und bin nur gespannt, kann man die auch aufrufen, wenn der Chocobo nicht mit ist. Werden wir sehen. Gehilfeinventar wurde angepasst. Das ist eine Änderung, auf die warte eigentlich schon länger. Wir hatten vorher 6 Reiter mit 5x5 Feldern. Das heißt, wir hatten die 4 und auf der nächsten Seite die 2. Wenn man es groß hat. Jetzt ist es 4 Reiter mit 5x7 Feldern. Das heißt, jetzt sehe ich wirklich mein komplettes Inventar auf einer Seite. Finde ich sehr gute Änderung. Ebenso beim Gehilfen sehe ich gerade, also nicht nur bei mir, sondern auch beim Gehilfen. Das heißt, hier haben wir auf beiden Seiten diese Änderungen. Sehr gut. Was ich hier interessant finde, es kommt Sortierung zurücksetzen. Das heißt, wenn ich was sortiert habe und falsch gemacht habe, kann ich es auch wieder zurücksortieren. We will see. Hier sehr interessant, in Geschäften kann jetzt auch noch kürzlich im aktuellen Patch hinzugefügten Artikeln gefiltert werden. Das heißt, wir können wirklich filtern, so wie auch bei den Rezepten. Was ist neu? Finde ich auch gut. Hier nicht erschrecken, ihr habt Änderungen bei den Emotes, aber nur bei den Icons. Das heißt, hier habt ihr Änderungen drinnen, das Emoji kehrt zurück. Für die PC-Spieler oder auch PlayStation-Spieler, die mit Tastatur und Maus spielen, Änderungen. Wir belegen jetzt auch das Mausrad. Sehr interessant. Also dieses Teil hier, mit dem ich jetzt bewege, das können wir jetzt auch belegen. Was wir damit machen, Kamera ranzoomen, rauszoomen und so weiter. Gut oder schlecht? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, wir sind schon am Ende der Liste. Wir haben neue Musikstücke hinzugefügt und so weiter. Also hier ziehen wir jetzt eigentlich durch. Ich hoffe, ihr habt so ziemlich diese wichtigen Sachen rausgestrichen. Hier haben wir noch neue Textkommandos und so weiter. Das war es dann eigentlich. Hoffe jetzt, dass ich das kurz und knackig für euch zusammengefasst habe. Ich werde jetzt nochmal hochscrollen zum Beginn. Hier, Patch. The Rise of the New Sun. Somit, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ihr kennt euch aus. Ich hoffe, dieses knackige, schnelle gefällt euch. Nicht zu lang. Müsst dann gucken, wenn ich schneide, wie lang es wirklich ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Würde mich um Kommentare, Like freuen, Abo nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Gibt doch auch noch Leute, die den Scheiß nicht abonniert haben. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns nach dem Patch. Somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.